Hallo Welt, da sind wir wieder. Zum Fluss, habe ich gesagt, geht's jetzt, damit wir ein bisschen was... Oh nein, es regnet ja draußen. Damit wir ein bisschen was mit unseren Händen machen können, dachte ich mir. Aber wenn es regnet, dann natürlich nicht. Dann machen wir hier noch ein bisschen was. Und jetzt können wir aber doch zum Fluss gehen. Ach was, wir sind müde. Wir haben doch erst geschlafen. Wie können wir denn da müde sein? Hey, wer hat die Kokosnuss geklaut? Wir hatten noch Kokosnüsse hier. So viele. Was haben wir da in der Hand? Ah. Und nun? Ach so, wir sind müde, deswegen sind wir... Ja, genau. Sind wir doch gar nicht gewesen. Jetzt fehlt Wasser, Schlafnahrung. Thank you.
Das ist eine langwierige Geschichte hier. Ja, schon sit. Schon sit. Dann nehmen wir uns so eine Nuss. Verändern die. Hey, das hat ja gar keine Punkte gebracht. Dieser weiße Nebel, das ist wahrscheinlich jedes Mal, wenn wir wieder Neuronen verlieren. Das hat jetzt aber nichts gebracht, oder doch? Das habe ich jetzt nicht gesehen. Dann versuchen wir mal noch einen. Nein, das bringt nichts mehr. Ist das Ding aber auch noch nicht. Noch lange nicht. Echt? Das hat geklappt? Wahrnehmbare Zeitdilatation.
Die Reaktionen auf eine Bedrohung sind schneller. Ah ja. Das musste ja auch kommen, sowas. Die Vorbereitung einer Attacke kann noch verbessert werden, wenn alle Vorbereitungszeiten optimiert sind. Die Reaktionszeit kann für einen speziellen Typ von Gegner noch spezialisiert werden, wenn du diesem mehrmals gegenübertrittst. Aha. Die Reaktionszeit kann für einen speziellen Typ von Gegner noch spezialisiert werden, wenn du diesem mehrmals gegenübertrittst. Also, das sind nochmal für zwei. Und wahrscheinlich Säbelzahntiger und Warzenschwein, Riesenwarzenschwein. Damit der Schlange haben wir nichts am Hut, sonst wäre das hier vielleicht auch noch ausgebildet worden. Ja. Das kriegen wir aber nicht, oder? Aber was machen wir denn jetzt? Ich bin immer noch nicht so sicher, ob man das gezielt irgendwie machen kann, aber ein bisschen kann man schon gezielt hier vorgehen und was machen. Nur hier sind wir ja nicht weitergekommen. Mit dem Riechen und Schmecken und so. Und bauen. Wir wollten bauen eigentlich. Bauten zu nutzen kann in manchen Zusammenhängen Vorteile bringen. Eine genetische Mutation wird benötigt. Ach so. Und die Fähigkeit, im Angesicht einer Bedrohung Objekte zu halten, kann verbessert werden, wenn die Kontrolle der Stärke verbessert wird und das Training ausreichend ist. Aha. Die grobmotorische Fertigkeit hat ein spezielles Potenzial für gewisse Situationen geschaffen. Ich weiß nicht, wie wir das trainieren können alles. Wenn die Fähigkeit, die Stärke zu kontrollieren und die Fingerfertigkeit, ja, weit genug entwickelt sind, wird ein Wachstumspotenzial der Kampffähigkeiten verfügbar. Fingerfertigkeit. Da rechts oben sieht man Geschicklichkeit. Ja, da rechts oben sieht man so ein... Was macht er denn da? Mit einem Stock irgendwas? Ach so, Steine umdrehen vielleicht? Vielleicht. Können wir das nicht irgendwo hier runterwerfen? Denn das da hat ja nicht so gut geklappt. Da möchte ich es eigentlich nicht liegen haben. Ja, dann können wir es. Das ist aber nicht gestapelt. Ja, das ist nicht so gut. Oh.
sind wir gerade da hingegangen. Oh, und jetzt haben wir den Stein auch noch mitgenommen. Ja, ich finde das hier in der Gegend auch ziemlich laut. Habe ich schon mal gesagt, sage ich nochmal. Ja, das Warten bringt jetzt auch wieder. Durch Wasser warten. Das bringt jetzt auch wieder was. Oder funktioniert das etwa nur, wenn die Umgebung sich ändert? Jetzt regnet es zum Beispiel. Ich glaube, wir waren noch nicht Wasser warten, als es geregnet hat. Das ist was Neues. Aber wie schnell? Das geht doch viel schneller als alles andere. Oh, wir verlieren aber auch ganz schön Energie dadurch. Durchs Bauen und so verlieren wir ja keine Energie. Ich wollte nur ein bisschen rennen. Aufrecht. Ach, egal mit der Kälte. Unsere Moje ist sowieso bald hinüber. Oh, alles weg. Ja. Dann schnappt ihr das mal. Hey, das bringt nichts mehr. Warum nicht? Weil es nicht mehr regnet. Das möchte ich jetzt aber wissen. Bringt das denn noch was?
Oh, das bringt was. Im Wasser warten bringt auch bei der Sonne was. Ja, wir werden schon herausfinden, wie das so richtig funktioniert. Ja, aber wann? Ja, darum geht's ja hier. Dass man das selber rausfindet. Ich habe schon so ein paar Kritiken gelesen, also. Und deswegen kann ich nur sagen, dass das von den Kritiken, von den negativen Kritiken, was da oft geschrieben wird, bemängelt wird, das ist, denke ich, alles so gewollt. Das ist kein Fehler oder keine schlechte Programmierung oder so. Man soll selber rätseln und selber rausfinden, wie das geht. Genau wie am Anfang. Da wussten wir ja nicht mal, dass wir die Steine in die andere Hand legen müssen oder so. Und jetzt auch. Das Einzige, was ich meine, was wirklich ein Bug sein könnte, das ist nach dem Neustart, sagte ich ja, glaube ich, am Anfang der Folge. Ist ja schon so lange her. Nach dem Neustart, da funktioniert das hier mit der neuronalen Energie besser, dass man die bekommt. Da bekommt man dann ja fast für alles neuronale Energie, was man da macht. Aber jetzt, das Warten, das kann doch auch was. Ich frage mich nur, wir warten hier eine ganze Weile schon. Ich frage mich jetzt nur zum Abschluss der Folge, was hat das jetzt gebracht? Also das Aufrechtgehen und Sachen tragen, da haben wir ja auch ein Neuron für. Da haben wir ja... Na, das hat nicht so viel gebracht hier. Nur doch, die Hälfte ist voll, also vielleicht könnten wir hier schon wieder eine Verbindung setzen, hier oben wahrscheinlich nicht. Aber gut, ja, das kommt jetzt wenigstens schon mal bis zur Hälfte. Das heißt, wenn wir die neuronale Energie in der Mitte, hier den weißen Kreis, voll haben, dann müsste das auf jeden Fall passen. Nicht so wie hier. Hier kommen wir gerade mal zur Hälfte. Oder geht das jetzt schneller? Gut, dann bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.